500 Hefte wollen verteilt sein, aber fleißige Hände warten schon darauf. Während sich die ersten Helfer schon auf den Weg machen, um ihre Hefte in der Stadt zu verteilen, wird hier noch eingetütet, was dann bald auf den Weg geht, an Mitglieder des Heimatvereins in Städten in ganz Deutschland bzw. auf der ganzen Welt. Während Frau Paust schon ihr Heft liest, treffen immer noch neue Verteiler ein. Dieser Stapel Hefte geht nun auf den Postweg. Aber bevor es soweit ist, sind viele Zuschriften notwendig. Und auch das beliebte Rätsel muss erst erarbeitet werden. Doch die meiste Arbeit bleibt wohl an dem Redakteur und auch Artikelschreiber Eckart Rehrers vorhängen. Hier müssen alle Artikel aufgearbeitet und auch die Bilder ausgesucht werden. Dann geht's zur Druckerei Korn und Salchow. Hier wird alles nochmal für den Druck aufgearbeitet.
Nachdem das Papier geschnitten ist, beginnt der Druck. In dieser Maschine dann bekommen die Bögen ihre endgültige Form des Heftes. Und nicht zuletzt haben auch die Sponsoren ihren Anteil an der Erstellung des Heimatheftes. Zeitungen haben das leider nicht gebracht, weder gestern noch heute, noch dass jetzt auch jemand hier ist. Das ist für mich sehr enttäuschend, denn die Maßnahme, die wir heute durchführen, in Absprache mit der Sparkassenleitung, mit Frau Reichelt, da muss es auch irgendwie ein Missverständnis gegeben haben, diese Maßnahme soll eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme sein für unser Vorhaben, die Fritz-Reuter-Büste für die Fritz-Reuter-Grundschule in Wilhelmshöhen als Bronzeguss herzustellen. Gegenwärtig haben wir einen Gipsabdruck, das Modell dazu hat Herr Bodenberger, unser Vereinsmitglied hier aus Gewissmühlen, geschaffen. Und damit Fritz Reuter uns nun auch sieht, würde ich zunächst mal sagen, enthüllen zwei Schülerinnen der Fritz Reuter Schule vorsichtig die Büste. Ja. Büste etwa 4 Wochen hier zeigen. Es ist das erste Mal, dass diese Büste hier in Grimmelsmühlen öffentlich gezeigt wird. Bisher war sie nur in der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Grimmelsmühlen zu sehen und am letzten Wochenende in Travemünde bei der Jahrestagung der deutschlandweiten Fritz-Reuter-Gesellschaft. Ich freue mich, dass seitens der Stadt Frau Joselles vom Kulturamt anwesend ist und vor allem Frau Kodanek von der Fritz-Reuter-Schule als Schulleiterin dieser Schule. Die Schüler der Fritz-Reuter-Schule, 5 an der Zahl, unter der Leitung von unserem Vereinsmitglied Frau Basner, hat ein kleines Programm vorbereitet und ich würde sagen, ihr seid jetzt die Akteure. Nun seh die Malerbänder. Du bist du Herr und Frudenmann? Ja, Herr, ich deine auf den Hof. Sind die Kopfweidach denn stark? Ja, Herr, die machen gar taugruff. Na, dann kümmer her und taumel erst den Wald oben drauf. Süß, so ist recht. Du rück mal zu den Alba, du kannst in diese Bunde. So, nun so. Was wollt du denn? Schreiben? Schularbeiten? Ach, warte, hab ich doch lang recht. Und dann schriebst du Likas? Ja. Was denn? Ein Brief. Ein Brief? Freiwillig? Ich will mir die Tante Grete für mein Geburtstagsgeschenk bedanken. Na, du kommst auf Ideen. Sag mal, was für ein Datum hat Bibit eigentlich? Weht ich doch nicht. Dösband, dann krieg doch eben in die Zeitung. Ach was, das nützt doch auch nichts. Die ist doch von Güstern. Mit den Riedsticken, die sind ja ganz klamm. Wo hast du die her? Aus der Kölk. Na, denn ist das ja auch kein Wunder. Hier, look eben zum Kaufmann und hol frische. Aber pass auf, dass die in Ordnung sind. Ich hätte sie alle durchprobiert.
fühlt sich der niederdeutschen Sprache und damit natürlich auch Fritz Reuter sehr verbunden. So, nun möchten wir als Heimatverein für Fritz Reuter, dessen 200. Geburtstag wir im nächsten Jahr begehen, eine Bronzebüste herstellen lassen. Und dazu brauchen wir wieder ordentlich Geld. Und deshalb also auch 4 Wochen lang das Zeigen dieser Gipsbüste hier. Dann werden wir diese Gipsbüste auf jeden Fall während des Stadtfestes präsentieren und an anderen Orten ebenfalls. Und wenn dann nach dem 7. November, das ist für uns ein ganz wichtiger Tag, weil wir dann Fördermittel beim Land beantragen, die frühestens im Mitte November dann genehmigt oder abgelehnt werden. Also Mitte November, denken wir, können wir den Guss der Bronzebüste auslösen und spätestens zum 7. November 2010, zum eigentlichen 200. Geburtstag von Fritz Reuter, übergibt dann der Heimatverein diese Bronzebüste an die Fritz-Reuter-Schule. Und das wird dann ein großartiger Tag, nicht nur für die Reuter-Schule, sondern auch für den Heimatverein Lübbesmühlen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für Ihre so tolle Teilnahme. Kann ich der Sparkasse Mecklenburg Nordwest wirklich ein großes Lob aussprechen. Also herzlichen Dank und ich wünsche unserem Projekt ein gutes Gelingen. Dankeschön. Kosegartenfreunde, als der Heimatverein Lübbesmühlen vor 2,5 Jahren, muss ich wohl sagen, im Oktober 2005 erste Gedanken entwickelte, wie man den 250. Geburtstag Kosegartens ehren könnte, hatten wir manche Vorstellungen, aber nicht die, dass wir hier vor der Büste stehen würden im Städtischen Museum oder dass heute eine Buchpräsentation stattfindet. Damit will ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich freue mich, dass seitens der Stadt Frau Hacker anwesend ist, als Vertreterin des Bürgermeisters, bei der Landrätin ist. Und freue mich natürlich im Besonderen, dass Frau Dr. Koblenz-Afgen als Buchautorin und Referentin hier in Lübbesmühlen ja auch schon bekannt, auch hier anwesend ist. Erstmal zum Wohl, auf das Gelingen des heutigen Tages. Also ich finde das ganz toll, dass ich hier bei Ihnen in der Geburtsstadt von Kosegarten dieses Buch präsentieren kann und hoffe, dass es viele lesen. Ein Buch herausbringen ist so etwas wie ein Kind zur Welt bringen. Es dauert bloß länger. Ich habe nämlich im Jahr 2005 im Frühjahr begonnen, im Blick auf den 250. Geburtstag von Kosegarten, der ja wahrscheinlich hier vieles auch verändert hat. Das Museum sichtbar und auch, muss ich sagen, bei all meinen Begegnungen hier mit Gräfesmühlen. Vorher war diese Stadt für mich eine Stadt auf der Landkarte. Ich fuhr vorbei, sah den Kirchturm, es war gut. Aber als ich mich mit Kosegarten beschäftigte, es dauerte noch eine Weile, bog ich ab und sah die Stadt an, die Kirche. Dann entdeckte ich oder kam ins Gespräch, dass hier eine Tafel für Kosegarten angebracht wurde mit diesem Goethe-Spruch: Lasst nach diesem langen Leben hier den edlen Pilgrim ruhen, ehrt sein Wollen wie sein Streben, wie sein Dichten und sein Tun. Naja, es kam nicht auf den Grabstein, aber es kam hier an die Hauswand durch Sie, Herr Löck, und viele in DDR-Zeiten. In DDR-Zeiten hatte ich immer überlegt, ob man den MTS-Straße, wo wir wohnten, im Pfarrhaus Altenkirchen, nicht umbenennen sollte, lieber in Kosegartenstraße. Aber das war damals etwas mühsam. Nach der Wende ist vieles passiert, ist auch gut. Aber das nicht. Nach der Wende war mir auch die MTS-Straße wieder ein bisschen wichtig geworden. Ein schöner Beginn hier und oben machen wir bei Kaffee und Kuchen bitte weiter. Ich kann darauf warten. Ja, den feierlichen Akt hatten wir ja schon drin. Und ich denke, jetzt ist
es an mir, ihm das Buch etwas nahe zu bringen. So ist es nun geworden. Das ist die See, wo Kosegarten wohnt. Diesen begeisterten Ausruf legte Kleist, einer Dame, bei der Betrachtung des Bildes Mönch am Meer von Caspar David Friedrich auf der Ausstellung 1810 in Berlin in den Mund. Schon damals war Ostsee verbunden mit Kosegarten. Fragen Sie mal, heute jemand in Berlin, der Kosegarten? An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz sehr für alle, die mir geholfen haben, für Sie hier, bedanken, dass Sie ja, mir mit ermöglicht haben, dieses Buch zu schreiben. Gerade auch, ich habe mich da immer ein Stück mitgetragen gefühlt von Ihnen. Wenn ich an Gretes Mühlen denke, wird mir es warm ums Herz. Ist einfach so. Ja, das liegt nicht nur an Kosegarten, das liegt auch an Ihnen mit. Es ist ja nicht nur das Historische, sondern dass das in uns etwas anstößt. Ja, dass wir sensibler werden für die Welt und die Sachen. Und in einer Welt, die kalt wird, nicht, können wir alle drüber klagen, aber wir können auch ein Zeichen setzen, dass das nicht so ist. Nicht? Ja, das habe ich ja gemerkt. Ja. Da bin ich am Ende. Ich würde sonst noch eine Musik machen. Aber ich habe jetzt nicht Spaß. Als Gruß aus Grevesmühlen und Ihnen damit auch nochmal recht herzlichen Dank für die Sache.